Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Review. Heute habe ich euch diesmal etwas von Lego Marvel mitgebracht, und zwar die 76208, das Ziegenboot, oder zu Englisch The Goat Boat. Passend zum neuen Thor Love and Thunder Film, der jetzt am 6. Juli 2022 in den Kinos erschienen ist, hat Lego hier jetzt eben dann das Ziegenboot rausgebracht und auch noch ein paar andere Sets dazu. Aber wir schauen uns jetzt hier mal dieses Ziegenboot hier mal genauer an. Teilanzahl haben wir hier 564 Teilen. 5 Minifiguren sind darin enthalten und das Ganze zu einer UVP von 49,99 €. Natürlich findet ihr das komplette Set im Handel bei Amazon oder bei anderen Anbietern für 35 € bis 40 €. Ich habe das Ganze mir beim Prime Day gekauft, da war es dann eben für 35 € enthalten. Genau, ich würde mal sagen, wir schauen uns mal jetzt das ganze Boot mal im Detail jetzt nach dem Intro an. Bevor wir jetzt aber das Boot im Detail anschauen, schauen wir uns erstmal ganz kurz die Einleitung hier an. Und zwar haben wir hier eine Seitenanzahl von 100 Seiten, Bauabschnitte. Eine Bauzeit bei 564 Teilen war so um die 1,5 Stunden, habe ich mal gebraucht. Das ging auch relativ schnell bei dem Modell hier. Da gab es keine großen Bautechniken oder sonst was, die jetzt ein bisschen kompliziert waren oder halt ein bisschen feinfühliger waren. Also das ging da ruckzuck in einem schönen Durchlauf. Wir haben hier natürlich auch Sticker enthalten, und zwar haben wir hier 13 Stück in der Anzahl. Ich habe mir auch nur ein paar rausgenommen und die draufgeklebt, eben einmal die New Asgard Sticker für die Karte und dann halt noch diverse Schilder hier drauf. Ich wollte jetzt auch diese Sticker hier nicht drauf packen, weil ich habe mir das Boot habe ich mir jetzt nicht gekauft, weil ich jetzt der übertriebene Marvel-Fan bin oder unbedingt jetzt die Minifiguren brauche. Sondern ich habe mir das Schiff hier gekauft, weil ich das gerne in meiner Castle-Themenwelt oder halt Ritter-Themenwelt halt ja, mit dabei haben möchte. Weil ich finde zum Beispiel dieser Viking-Longboat von der Creator-Reihe, was jetzt neulich erschienen ist, oder der vom ganz alten Lego Vikings-Themen von der Themenreihe, da finde ich das Schiff einfach viel zu riesig, als dass es zum Beispiel neben der Burg oder so schön anzusehen ist. Also rein optisch betrachtet vom Maßstab her. Was für ein genauer Maßstab jetzt die Schiffe jetzt waren und so weiter, ist das völlig egal. Aber für mich wirken diese zwei Schiffe einfach wesentlich zu groß, viel zu groß. Es hat auch die perfekte Farbe, alles schön in Tan gehalten, so holzartig. Ihr müsst lediglich dann einfach nur die Hütte abbauen, die wird auf dem Schiff nur einfach nur draufgesetzt. Und dann müsst ihr einfach nur bei Bricklink oder sonst wo die Teile einfach nur zusammenkaufen und für den Mast. Und dann baut ihr einfach den Mast in der Mitte drauf, macht nur aus Papier nochmal so ein Segel, zack, fertig. Habt ihr schon ein richtig schönes Wikinger-Schiff, Wikinger-Boot. Und genau deswegen habe ich mir auch geholt, das Schiffchen. Weil das werde ich dann auch mal dann eben umsetzen und machen. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr das mal dann auch sehen wollt. Oder halt, vielleicht werde ich es auch einfach auf Instagram posten, mal gucken, wenn ich mal die Zeit dazu habe. Aber genau, das jedenfalls mal dazu zu dem Hintergrund, warum ich mir eigentlich das Schiff geholt habe. Anzumerken für dieses Modell wäre, dass wir hier diese 8x16er Plate in Tan-Farben bekommen. Die wird da einfach nur hier dann draufgesetzt. Eine schöne große Platte. Und auch diese Teile finde ich ganz cool. Die geben die schöne Form dann eben vom Schiff. Das auch hierzu mal zur Anleitung. Und hier haben wir nun das ganze Schiff. Wir gehen jetzt erstmal natürlich auf die Ziegen ein, und zwar finde ich das gut bei dem Schiff, finde ich das gut gemacht bei dem Schiff. Und zwar seht ihr hier eben diese Technikachse. Das ist eben gut gelöst, weil wir können dann einfach nur die Ziegen hier abtrennen und dann können wir einfach nur eben schlicht und ohne irgendwas groß umzubauen, können wir einfach nur das Boot hier dann benutzen. Für eben, weiß nicht, für was anderes halt eben, für unsere Castle-Welt. Jetzt gucken wir uns aber ganz kurz mal die Ziegen an, weil die haben ja auch ihr Screentime verdient. Das sind hier die Ziegen. Deren Gesichter sind alles beprintet. Unten allerdings wird ein Sticker drauf kommen für deren Bauch. Oder was oben drauf? Eins von beiden, weiß ich gar nicht. Bei diesem Set wurde es oft kritisiert, dass eben hier keine fertigen Ziegen draufgepackt worden sind, sondern dass es halt Brickbuild-Ziegen sind. An sich ist es gut gemacht, gut getroffen, sieht schön aus, aber ich finde, für Ziegen sind die halt relativ zu groß.
Weil wenn wir es jetzt mal hier neben der Figur her vergleichen, dann, ja, das wirkt eher mehr wie, als wäre es eher so eine kleine Kuh oder sowas in der Art, als dass es jetzt eine Ziege wäre. Eine Ziege ist ja wesentlich kleiner. Das macht aber nichts, denn ich brauche die jetzt zumindest für mich jetzt nicht wirklich. Deswegen kann ich die einfach so beiseite legen und nicht weiter beachten. Dann gucken wir uns jetzt hier eben noch das Schiff im Detail an. Und zwar haben wir hier auch die Figuren. Vorab sei gesagt, ich habe jetzt den Film, wie gesagt, noch nicht gesehen. Den werde ich mir auch demnächst schauen, deswegen kann ich nicht viel über die Charaktere erzählen, beziehungsweise sagen mir einige auch nichts davon. Was? Außer Thor selbst. Und zwar haben wir hier einmal Valkyrie, heißt die. Die hat sehr schöne Haarpracht obendrauf. Ebenso auch einen sehr coolen Umhang. Eben schön knallig blau. Gefällt mir sehr. Und sie bekommt dann auch einmal dieses Kursschwert noch mit dazu. Da sind zwei mit dabei. Ich habe ihr jetzt mal eins gegeben. Weil mal auf Bildern und so weiter hat sie jetzt nur eins drauf. Als nächstes haben wir hier so ein Steinwesen. Ich glaube, der heißt Kork, wenn ich den richtig ausgesprochen habe. Oder Krok? Kork? Keine Ahnung. Irgendwas sowas. Es ist irgendein Steinwesen. Er bekommt hier so einen schönen Pelz mit dazu. Und er hat natürlich, wie Valkyrie natürlich auch, einmal ein Bändegesicht. Dazu eben so eine Steinmütze, damit halt das noch seinen Kopf noch schön abrundet, schön in Szene bringt. Genau, und dann halt so eine Keule halt mit dabei. Dann haben wir noch Mighty Thor. Das ist eben die weibliche Version von Thor. Wahrscheinlich, ich glaube mal, das spielt irgendwie so in einem Paralleluniversum oder irgendwie mit Zeitreisen oder sowas. Und da ist dann halt, glaube ich mal, dann in einem Parallelwelt oder so Thor dann eben eine Frau. Ich denke mal, ich habe den Film nicht gesehen. Wir nennen es mal Thor 2. Und Thor 2 hat eben einmal diesen wunderschönen Helm mit diesen Haaren, die aber zum Helm angebunden sind. Sprich, wenn man eben den Helm absetzt, dann, ja, hat sie keine Haare, aber sie hat auch ein Männergesicht. Und wahrscheinlich guckt sie auch deswegen so grimmig rein oder wütend rein, weil sie keine Haare hat. Dann haben wir noch Thor höchstpersönlich. Und zwar hat er hier so eine Brickbuild-Waffe, so einen Axthammer. Ist an sich schön gemacht, schön gebaut. Ich finde allerdings ein bisschen zu groß, als dass er damit als Minifigur hier rumschwingen könnte. Nichtsdestotrotz sieht es echt gut aus. Mir gefällt natürlich bei beiden Thors der schöne knallig rote Umhang. Und natürlich auch Thors Rüstung, schön in blau mit goldenen Elementen verziert. Was auch besonders ist dann diesmal jetzt bei diesem Thor jetzt hier, ist, dass er auch andere Haare jetzt hat. Und zwar hat er die Haare, wie wir es zum Beispiel bei Qui-Gon Jinn kennen von Star Wars. Also von der Lego-Minifigur. Diese Haare hat er jetzt hier oben drauf. Gefällt mir auf jeden Fall echt sehr. Passt auch wirklich super zu dem. Der hat natürlich auch ein Wendegesicht. Und zwar dieses Wendegesicht, wo er dann eben seine blauen Augen bekommt, kurz bevor er eben Blitze verschießt. Oder den Donner herbeiruft, um Blitze zu verschießen. Ja. Dann haben wir hier noch einmal den Bösewichten hier vom ganzen Film. Und zwar ist es Gorr, der Götterschlechter. Und genau, er hat jetzt kein Wendegesicht, weil er eine komplette Glatze hat. Deswegen hat er nur vorne eins. Er hat ein graues Schwert mit dabei. Also so ein dunkelgraues, anthrazitgraues Schwert mit dabei. Ja, mehr gibt es da eigentlich zu dem auch nicht viel zu sagen. Genau, dann gucken wir uns jetzt mal das ganze Boot mal jetzt im Detail an. Das Boot hat hier eigentlich nur eine einzige Spielfunktion. Und zwar einfach nur die Hütte hier kann man aufklappen und dann kann man halt hier drinnen, ja, sein Unwesen treiben. Aber da kann halt nur eine Figur sein Unwesen treiben, weil es hat hier wirklich nur den Platz für eine einzige Minifigur. Die Inneneinrichtung von dieser Hütte in dieser Hütte. Wir haben hier einmal eben diese Karte hier, diese 2x2 Plate, wo wir hier dieses Sticker draufgeklebt haben, wo drauf steht New Asgard. Daneben haben wir hier in der Ecke so eine grüne Flasche. Ich weiß jetzt nicht, ob man es in dem Film erfährt, was es für eine Flasche ist oder so. Für mich ist es mal einfach eine grüne Flasche. Ich würde mal einfach mal sagen, irgendeine Bierflasche, vielleicht aber auch ein Trank. Wer weiß. Dann haben wir hier noch die Schatulle, so eine schimmernde Schatulle. Weiß nicht, für wen es ist. Ich gehe mal einfach mal stark davon aus, dass es dann wahrscheinlich eben für Mighty Thor sein wird. Auf der anderen Seite haben wir hier auch noch so einen goldenen Stab, würde ich mal sagen.
Weiß auch jetzt nicht, für was es jetzt dastehen soll. Ich würde es mal einfach mal als Stab betiteln. Daneben haben wir noch so ein kleines Gimmick, was man da mit implementiert hat. Ist so ein roter Feuerlöscher eben, weil bei vielen anderen Marvel-Sets ist auch immer dieser rote Feuerlöscher dabei und wahrscheinlich hat man den halt hier auch einfach mal hinzugefügt. Obwohl es eben im Film auch in dem Schiff keinen Feuerlöscher wahrscheinlich gibt. Das ist die einzige Spielfunktion. Also man kann ja nur diese Hütte, das Dach hier aufmachen. Aber wirklich schon coole Funktion eigentlich, hier so das auf den Seiten aufzuklappen. Aber das war es auch schon. Also da gibt es keine weitere Funktion. Das war jetzt hier die allereinzige Funktion. Wir haben hier vielleicht gerade, sehe ich, dass solche Klemmen, da könnte man vielleicht ein paar Waffen, so Speere oder weiß was ich was draufpacken. Ja, aber mehr eigentlich nicht. Ich finde noch ganz besonders, finde ich hier diese Galeonsfigur, finde ich ganz besonders cool. Die wird hier nur an den Seiten hier jeweils zusammengebaut und dann hier so zusammengesteckt. Deswegen sind die relativ hier oben auch wackelig. Aber das sind so zwei doppelte Köpfe. Ich weiß nicht, was die darstellen sollen. Sind das Drachen oder Seeschlangen? Weiß ich jetzt nicht. Und wir sehen auch, selbst ohne irgendwelche Sticker oder so, sieht das Boot sehr ansehnlich aus. So können wir das auch benutzen. Deswegen, wenn ihr das Boot eben für eure Retterwelt benötigt oder auch wollt, lasst die Sticker raus, tut allerhöchstens die Sticker für die Schilder drauf, wenn ihr das Ganze als Wikinger-Schiff oder als Freibeuteschiff benutzen möchtet. Ansonsten könnt ihr auch die Schiffe, die Schilder hier abnehmen und stattdessen zum Beispiel ein Schild von den Falkenritter zum Beispiel draufpacken, sieht auch cool aus. Damit es da halt dann ein Langschiff von den Falkenritter oder Löwenritter oder Drachenritter oder was auch immer für welche Ritter. Das Boot ist einfach vielseitig einsetzbar, wie gesagt. Also ich liebe es einfach. Ich liebe es einfach und ja. Mehr Funktionen hat es aber auch leider wirklich nicht. Deswegen, wir schauen uns vielleicht nochmal ganz kurz noch die Unterseite her. Hier haben wir solche Düsen. Ich denke mal, das sind Düsen. Oder sind das so Gravitationswellen? Oder halt solche Düsen halt. Ja, das sind wie gesagt Düsen, sagen wir mal. Und so sieht das Ganze auch eben von unten dann auch aus. Genau. Das war's auch schon mit dem ganzen Schiff. Wie gesagt, nur eine Funktion. Mehr gibt's da auch echt gar nicht. Ah, wir können auch vielleicht hier... Hier können wir das aufklappen und dann können wir hier zum Beispiel Thors Axthammer, sage ich dazu, können wir dann dran klemmen, falls er das Ganze nicht braucht oder sonst was. Aber das war es jetzt dann auch wirklich. Also mehr gibt es nicht. Die Hauptfunktion, wie gesagt, ist hier diese Hütte mit dem Dach. Aber, ja. Yeah. So viel mal dazu. Große negative Punkte gibt es für mich eigentlich nicht. Wie gesagt, die Ziegen sind für mich eigentlich unwichtig. Deswegen kann ich da jetzt, habe ich da nichts groß anzumeckern. Ja. Also ich habe da nur positives Feedback für das Boot entgegenzubringen. Bis auf natürlich die vielen Sticker. Ich hätte mir schon gewünscht, dass die Schilder noch mit beprintet sind, aber ja. Ja, und das war's auch mit dem ganzen Review. Wie gesagt, es hat nur eine Spielfunktion, ist es auch nichts Neues, nichts Besonderes. Mir gefallen die Figuren sehr. Die werden auf jeden Fall mit in meiner Ritterwelt mal dazu gepackt werden. Das Schiff, ganz klare Sache. Wie gesagt, ich habe mir das Set hauptsächlich wegen dem Schiff gekauft. Deswegen bin ich damit auch sehr zufrieden mit dem ganzen Set. Ich gebe dafür auch meine klare Empfehlung, sowohl für, wenn ihr Thor-Fans seid, wenn ihr Marvel-Fans seid, oder wenn ihr eben auch lange nach einem gescheiten Lego-Schiffchen, was zur Mittelalterwelt reinpasst, zur 11., 10. Jahrhundert. Und wenn euch eben auch nicht dieses Creator-Viking-Ship auch nicht gefällt, dann guckt lieber mal darauf rein. Ihr werdet davon nicht enttäuscht werden. Also ihr werdet es genauso dann lieben. Genau. Das war's dann mit dem Review. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Like gerne das Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert gerne den Kanal, wenn es euch auch gefallen hat. Besucht auch gerne meine anderen Videos. Letztens habe ich von Kobi den A10 Warthog gereviewt. Und wenn euch weiter noch was von der Ritterwelt interessiert, dann habe ich noch ein Video von den Forest, vom Forest GWP, Forestman Hideout. Ja, schaut da gerne mal rein. Ich hoffe, euch gefällt es auch genauso wie dieses Video hier. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann bis zum nächsten Video. Das nächste Video wird es dann was von
Lego Technik geben, hätte ich nicht gedacht, dass ich irgendwas mal davon wirklich tatsächlich mal was baue, weil eigentlich bin ich gar kein Fan von Pins und den Technikteilen. Aber die Monster Jam Serie hat mich echt interessiert, fand ich echt cool. Und genau. Erstmal vielleicht mal so eine kleine Vorschau, aber den kennt ihr ja, der kam ja schon 2021 raus. Aber ich habe noch den 2022er, den Megalodon. Den werden wir uns dann die zwei werden wir uns dann nächste Woche dann anschauen. Bis dahin sage ich dann, schaut gerne die anderen Videos so lange an. Und einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.